Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei dem neuen kleinen CSGO Gambling Video. Das Ganze ist natürlich ab 18 Jahre oder älter erst gestartet. Herzlich willkommen zurück auf CSGO Roll. Wir sind wieder back im Business mit 1400 Coins. Alle zwei Tage. Let's go. Natürlich könnt ihr hier den Code Dadash benutzen. Das supportet mich extrem und ich würde mich freuen, wenn ihr mich in der Hinsicht supportet, ne? Wie ihr wollt. Ansonsten, was gibt es sonst zu erzählen hier? Was habe ich denn sonst noch nicht gezeigt? Nix, oder? Sie haben hier ein Support-System. Ihr habt natürlich hier den Withdraw-Bereich, alles was Penden ist. Ihr habt das Reward-System. Ich glaube, ansonsten ist alles selbsterklärend, ne? Wir haben Dices. Wir haben Esports. Oh. Ja, gut, dass ich das nicht mache, ne? Außerdem haben wir hier Plinko. Okay, wir gehen mal mit so 5. Aber wir haben Medium Volatility an. Let's go. Nice, Profit. Außerdem haben wir Crash. Oder auch nicht. Und wir haben Roll natürlich selbst an sich, ne? Also alles entspannt. Und den Chat könnt ihr auschecken, wenn ihr wollt. Wir gehen aber rein in die Case Battles. Das ist das, was wir am liebsten mögen und am liebsten haben. Dice Duell, Coin Flip oder Case Battle. Wir gehen mal ganz kurz in Coinflip rein. Play with Bot. Und wir machen mal 50 Coin Coinflip. Zack, let's go. Für die Queen Jaguar Driver Gloves würden wir uns doch mal einstecken hier. Okay. Oder vielleicht aber auch nicht. Gut, dann gehen wir in die Case Battle und ignorieren das, was gerade passiert ist. Gehen in 2v2. Und. Wie wär's denn mit den beiden Talon? Das ist aber schon nicht ohne, ne? Letzte Folge war Only Crazy Mode, diese Folge wird alles normal. Normal und besser. Right? Right. Okay. Gucken wir mal, ob wir Woody, ja? Woody will gegen uns spielen. Ja, ich brenne die Bude ab da. Let's go. Fire hier oben, komm. Ja, die Gloves, please, die Gloves. Oh mein Gott, die Gloves. Das ist schwierig, aber machbar, easy, machbar, easy, machbar, easy, machbar, easy. Das ist nicht machbar, das ist nicht machbar. Wir haben verloren, volle Möhre, weil der Bot Sachen gemacht hat und wir nicht. Schade, sehr schade. Wir gehen wieder rein. One on one. pass auf, wir machen mal günstige Cases oder günstigere. Ja, ich weiß, ihr seht ja auch gerne mal die, die ihr vielleicht selbst persönlich mal aufmacht. Und ich denke, eine Menge von euch werden nicht so plemplem-mäßig wie ich hier unterwegs sein und hunderte von Coins in irgendeine Kiste stecken, sondern ihr werdet gediegen und reasonable an die Kisten angehen. Ne? So sieht es nämlich aus. Green Light. Dann nehmen wir noch Cyborg. 191 Cases, 191 Coins das Battle. Wir haben insgesamt 9 Cases und wir kämpfen gegen Majo Majo. Nee, Majo Mojo oder Macho Mo. Macho Mojo. Majo Mojo. Good luck to me. Denn wir wollen gewinnen. 191 Coin Battle, das ist schon nicht klein, ne? Auch wenn die Cases vielleicht ein bisschen kleiner sind. Sky High. Oh, das wäre mies gewesen. 10%, come on. 10% Knife. Dann haben wir es in der Tasche. Ey, ein Cent mehr als eins. Hier, das ist die Kiste. In meiner allerersten Folge auf CSGO Roll. Hier habe ich das beste Item rausgezogen. Oh mein Gott. Habe ich das beste Item rausgezogen. Das hier. In meiner allerersten Aufnahme auf CSGO Roll, als sie neu released war. So sieht's aus. Wollte ich nur mal droppen, die krasse Info. Bisher, Katastrophe. Immer noch Katastrophe. Er hat uns überholt. Ja. Aber ein sehr schlechtes Battle. Da kriegt gerade mal sein Money back. Er hat sogar Verlust gemacht. Yikers. Das war nicht so gut. Okay, come on. Wir bleiben in dem Bereich, ja. Komm. Ja, 2v2, komm. Ich will 2v2.
Come on, CS Go Roll. Be nice, be nice. Achso, falls ihr übrigens Interesse an Giveaways und Co. habt, abgesehen davon, dass ich natürlich, noch ein Giveaway auf Hypedrop offen habe, könnt ihr einfach auf CSGoRoll und oder Hypedrop auf deren Twitter vorbeischauen, denn da haben sie regelmäßig Giveaways, falls euch das interessiert, ja. Ich weiß nicht, ob ich das immer sagen sollte, ich habe mal sowas gehört, deswegen erwähne ich das lieber einfach mal. Falls ihr mich fragen, ob ich das mal erwähnt habe, kann ich sagen, ja, hier in dem Video, Twitter, CSGoRoll und Hypedrop. Okay, oh no. Das habe ich zu spät gesehen. Letzte Case. Das wäre ein schöner Win. Lass uns das mal abholen. I guess not. Wir haben noch 665 Coins. Ebenfalls 666. Alles cool. Wir bleiben 2v2, weil ich glaube, ich carry mein Pöpöchen selbst gerade nicht. Wir gehen 10% Doppler. Pressure. Und Fuel Tank. Red it is. Oh, das ist ein teures Battle. Come on. Wir haben noch 427 Coins. Wir haben nichts im Inventory, oder? Das wäre natürlich nett gewesen. Come on. Banger. Huh. That's the case. Was machen wir? I need help. Somebody. Okay, wir bleiben 1v1. Na. Weißt du was? This is it. Ah, ist das unser All-In? Nee. Wir machen zwei Battles. Das bisschen kleiner. Ein 3-Way Battle. 167 Coins. Ne? Wir haben Stockcrafter hier drin. Okay. Ich meine, wir können auch kurz warten. Vielleicht kommt noch jemand. Maybe not. Ein paar Flammen machen. Okay. Komm, mein Bot. Let's go. Good luck. 3 Cases. Wir brauchen W. Wir brauchen dickes W hier. Come on. Okay, ich bin einfach mal wieder hinten. Come on. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich einfach nur hinten bin. Blue skies. This is it. I'm sad. Crummy River. Das war aber auch ein schlechtes Battle, schon wieder 167 pro Person. Er hat gerade mal sein Money zurückgezogen, er hat 100 Coins bei uns extra und hier sind es irgendwie 50. Also, I don't know. Das ist nicht das Wahre gerade. Wir bleiben 1v1. Wir gehen 2v2. Ich möchte die Sicherheit haben, dass wenn irgendjemand das zieht, dass es in meinem Team ist. Und wir gehen... Komm, wir nehmen D-Case... 90 Dollar haben wir drin. Huch. Bin ich denn da hingegangen? Die Razor Sharp. Ist das unser All-In-Battle? Die letzte Folge lief so gut. Gut, so ist halt Glücksspiel, meine Freunde, ne? Wir gehen rein. Unser All-In-Battle. 1000 Dollar. Down the drain. Es sei denn, wir können hier und jetzt unser Comeback starten. Let's get it. Come on, CSGO Roll. Oh mein Gott, Okay, hier geht es nur um Cash für uns jetzt. Das ist quasi eine Donation für uns. Come on. I mean, to be fair, das war nicht mal krass. Aber ich habe auch keine Worte dafür. Wir gehen mit 0 raus. Leben ist hart. Ja, vielleicht kriegen wir einen Triple Green Hit. In der letzten Folge, wer es nicht gesehen hat, der sollte sich das reinziehen, dass gerade das Ende war insane. Wir haben 250 Gems, die könnten wir quasi benutzen. Wir lassen es aber, ich spare sie ein bisschen auf. Hier haben wir die Leute, die das geearnt haben. Oh, krass. Die Leute haben auch kein Leben, Alter. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wenn ihr hier unterwegs sein solltet, könnt ihr im Deposit-Bereich den Code Dadosh eingeben. Aber nur mit dem Geld, welches ihr bereit seid zu verlieren. Ja, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank für jeglichen Support. Ich weiß es sehr zu schätzen. Viel Glück und bis zum nächsten CSGO-Video. Übermorgen. Tschüss.